Mit der Bahn zu verreisen und das Fahrrad mitzunehmen, ist gar nicht so einfach. Im Nahverkehr ist es ja eigentlich weniger ein Problem, aber sobald es auf große Reise geht, wird es ein bisschen komplizierter, weil ja die Bahn einfach nicht wirklich oder sehr schlecht darauf vorbereitet ist. Im IC gibt es noch immerhin Fahrradabteile. In den ganz neuen ICEs gibt es auch Fahrradabteile, aber das ist wirklich noch überschaubar. Und ja, im ICE 4, da passen 8 Fahrräder rein. Da kann man sich ausmalen, das ist auch relativ schnell voll. Das nervt, das erfordert relativ viel Vorbereitung, weil man immer einen Platz buchen muss. Und ja, ich reise dennoch sehr gerne und oft mit Fahrrad und Bahn und habe da ja eigentlich einen ganz einfachen Trick gefunden, wie das sehr einfach trotzdem geht. Der Trick besteht aus einer kleinen Tasche, in die man das Fahrrad steckt. Das sieht dann ungefähr so aus. Das hier ist die Transback Road. Das ist im Grunde nichts weiter als ein Leinensack, wo das Fahrrad reinkommt. Und der ganze Trick bei der Sache ist, dass ich das Fahrrad relativ klein zusammenbaue. Ich nehme die Laufräder raus, schraube den Lenker ab, bekomme ein sehr leichtes, kompaktes Paket. Das kann ich dann ganz easy über die Schultern hängen und im Grunde genommen habe ich einen großen Koffer, wie andere Leute auch. Und den bekomme ich eigentlich in jedem Zug unter, ohne dass ich extra dafür bezahlen muss und ohne dass das ja, jemanden stört, denn so wird nichts dreckig. Ja, das funktioniert sehr gut. Ich nutze es schon mega lange und wer Angst hat, dass das Teil kaputt geht, ihr seht, das ist schon ein bisschen versifft. Ich nutze das wirklich schon seit 2 Jahren. Es hält immer noch, nichts kaputt. Das ist ein total super Ding. Kostet ungefähr 120 Euro und das habe ich schon 1000 Mal raus über die ganzen Fahrradtickets, die ich spare. Ja, das andere Produkt ist hier in diesem Rucksack. Ihr seht schon, ist ein bisschen sperriger, ist im Grunde genau dasselbe, nur in ein bisschen stabiler, ein bisschen dicker. Das ist die Big Bike Bag von VD. Ist ein bisschen teurer, zumindest unverbindliche Preisempfehlung, 160 Euro. Gibt es aber auch für knapp 100, über 100 Euro online. Ja, der große Unterschied ist eigentlich nur, das Teil ist dicker, schützt das Rad vielleicht ein bisschen besser, hat innen drin noch ein paar Taschen, sodass man auch noch andere Sachen mit reinstecken kann. Ist ein bisschen unpraktischer, weil es einfach größer ist. Ihr seht, es passt in den Rucksack. Das hier ist aber so klein, wenn ich es zusammenfalte, dass es tatsächlich in eine Trikottasche passt. Je nachdem, was man macht, ist das eine oder andere sicherlich geeigneter. Ich persönlich gehe viel auf Bikepacking-Reisen, habe die Tasche einfach für Notfall immer dabei. Das ist eine total praktische Sache. Innen drin sieht das Ganze so aus. Ihr seht, ganz kompaktes Paket, die Laufräder rausgenommen, den Lenker abgeschraubt und ja, so schützen die Laufräder sozusagen den Rahmen. Ergibt total Sinn, finde ich. Ist noch nie was passiert. Ist auch total stabil, es steht von selber. Man kann es hier so hochnehmen, ich kann es sogar hier nehmen, da verrutscht nichts. Und das bekomme ich hier mit diesen Spanngurten hin. Zwei so ganz normale Spanngurte aus dem Baumarkt. Und das funktioniert total super. Kann man natürlich auch größer verpacken, ist auch kein Problem. Dann bleibt zum Beispiel das Hinterrad drin. Kann man machen, wie man will und wie es in den Zug passt, vor allen Dingen. Ja, klasse Ding, das wollte ich euch gezeigt haben. Wenn ihr also vorhabt, öfter mal das Fahrrad mitzunehmen, das hier ist ein super Trick, um das Ganze günstiger, unkomplizierter zu machen. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist vielleicht 5 oder 10 Minuten eher zum Bahnhof zu fahren, denn das Auseinandernehmen dauert natürlich ein bisschen. So, dann viel Spaß beim Bike- und Bahnfahren. Bis zum nächsten Mal.